Dieses Video würde ich in den nächsten 6 Monaten weiterbringen als 99% der Menschen um dich herum. Das ist die Grafik für dieses Video, die werden wir runterbrechen. Es war nie einfacher, erfolgreich zu werden. Und der Ex-Navy SEAL David Goggins sagt es selber, die Menschen sind schwach. Aber ich verspreche dir, du wirst nicht als die gleiche Person aus diesem Video herausgehen. Aber damit das hier nicht eins der klassischen Videos wird, die du einfach nur guckst und davon nichts umsetzt, müssen dir 2 Dinge unfassbar klar werden. Und das ist erstens, wo willst du hin im Leben? Und zweitens, wo endest du, wenn du weitermachst wie jetzt? Und ich weiß, das sind 2 Fragen, die für viele Menschen sehr unangenehm sein können. Aber wir müssen sie einmal durchdenken. Und damit kommen wir erstmal zu dem Problem, was du vielleicht in deinem Leben hast und was ich auch sehr lange in meinem Leben hatte. Und das ist, ich hatte keine Richtung. Ich wollte immer unglaublich viel. Ich wollte Muskeln aufbauen, um bei Mädchen gut anzukommen. Ich wollte eigenes Geld verdienen. Ich wollte gut in der Schule sein. Aber wie das bei Zielen so ist, stößt man bei Zielen irgendwann auf Probleme. Und jedes Mal, wenn ich auf ein Problem gestoßen bin, bin ich zum nächsten Projekt übergegangen. Und dann wieder zum nächsten. Ich bin für 2 Wochen super motiviert ins Gym gegangen und dann habe ich wieder aufgehört. Ich habe mir eine Woche lang alles über Dropshipping beigebracht, aber ich habe nie gestartet. Ich habe meine Kalorien getrackt. Für 3 Tage. Das Problem war, ich hatte keine richtigen Ziele. Wir besprechen gleich, was richtige Ziele sind. Aber ich habe einfach so in den Tag hineingelebt, ohne zu wissen, was ich heute hinbekommen möchte, um auf richtige Ziele hinzuarbeiten. Ich hatte keine Projekte, die mir wirklich was bedeutet haben. Und genau das lösen wir heute. Aber ich hatte einen Skill, der mich immer vorangetrieben hat. Und wenn du dieses Video hier guckst, dann hast du diesen Skill sehr, sehr wahrscheinlich auch. Und das ist das Ausprobieren und das Entdecken wollen von neuen Dingen. Wahrscheinlich hast du auch so einen inneren Antrieb, der dich immer zu neuen Sachen pusht. Und dieser innere Antrieb ist bei vielen Menschen in unserer Gesellschaft einfach verloren gegangen. Wie Dan Coe zum Beispiel sagt, du bist gelangweilt von deinem Leben, weil du zufrieden bist. Du bist zufrieden, weil du Angst vor Veränderung hast. Und du hast Angst vor Veränderung, weil dir die Perspektive fehlt. 95% der Menschen sind unglücklich mit ihrem Leben. Also können wir nicht das machen, was 95% der Menschen machen. Denk für dich selber. Wenn du dem folgst, was alle machen, oder wenn du dem folgst, was andere Menschen von dir erwarten, siehst du ja, wo es hinführt. Ich sage damit nicht, dass mein Weg der für alle Menschen 100% der richtige Weg ist. Ich möchte damit nur erreichen, dass du dir Gedanken über deinen Weg machst, wie auch immer dieser Weg aussehen möchte. Also was war die eine Sache, die für mich wirklich alles verändert hat? Ich habe alles ausprobiert. Ich habe Gym und Calisthenics ausprobiert. Ich habe eine Modemarke gegründet. Ich habe SMMA und Dropshipping ausprobiert. Jahrelang habe ich mit Grafikdesigns Geld verdient. Aber was wirklich alles verändert hat, war ein Dreivierteljahr, in dem ich alles reingeworfen habe. Und dieses Dreivierteljahr war nicht von Januar bis September, aber es waren 9 Monate konstanter Fokus. In diesen 9 Monaten habe ich mein Abi mit 1,3 gemacht, ich habe einen Medizinertest gemacht, ich habe 200.000 Abonnenten auf Social Media bekommen und ich habe nebenbei Hockey in der Bundesliga gespielt. Und das klingt so, als hätte ich nebenbei kein Sozialleben gehabt. Vertrau mir, ich hatte ein sehr, sehr gutes Sozialleben. Es hat nicht mal ein Jahr gebraucht und ich hatte alles, was ich mir vorher je erträumt hatte. Und ich sage das auf gar keinen Fall, um anzugeben, sondern um dich zu motivieren. Für viele Menschen sind das bestimmt auch noch keine krassen Erfolge, aber für mich war es alles, was ich in der Zeit wollte. Und ich sage dir dabei ganz ehrlich, ich bin nicht besonders schlau, ich bin nicht besonders intelligent, ich habe kein besonderes Talent oder irgendwas. Alles, was ich in diesen 9 Monaten anders gemacht habe, war, dass ich die langweiligen Aufgaben durchgezogen habe. Jeden Tag die gleichen langweiligen Aufgaben. Es wirkt insignifikant, bis man 12 Wochen zurückblickt. Aufstehen zur gleichen Zeit, jeden Tag ein TikTok, 5-mal die Woche Hockeytraining, jeden Tag lernen, ob fürs Abi oder den Medizinertest, schlafen zur gleichen Zeit. Wenn ich es kann, kannst du es auch. Das Problem ist, dass viele Menschen denken, um ihr Leben wirklich massiv zu verändern, um massiven Erfolg zu erreichen, müsste man auch massive Schritte gehen, müsste man massive Aktionen tätigen. Aber das ist Quatsch, denn auch Dan Coe zum Beispiel sagt, hab große irrationale Ziele, geh kleine rationale Schritte. Deswegen gebe ich dir jetzt einen 5-Schritte-Plan, mit dem du am Ende von diesem Video einen genauen Plan und eine genaue Vision für dein Leben haben wirst. Du wirst wissen, wo du hin willst und du wirst ein System haben, was dich dazu zwingt, die wichtigen Aufgaben und Ziele endlich mal durchzuziehen. Ein System, durch das du nicht mehr nach 2 Wochen einfach aufgeben kannst, aber dich dafür jeden Tag automatisch auf deine Ziele hinbewegst. Und damit kommen wir zu Schritt Nummer 1 und das ist, kreiere deine Anti-Vision. Ich war immer überfordert damit, wenn Menschen zu mir meinten, ich bräuchte eine Vision. Es ist super schwierig, sich einfach so aus der Nase zu ziehen, was genau man vom Leben will, wo man hin will, vor allem in jungen Jahren. Aber stell dir dein Leben wie ein Videospiel vor. Du lernst Skills, um das Level zu schaffen, auf dem du gerade bist. Wenn du das Level geschafft hast, schaltet sich das neue Level frei, für das du wieder neue Skills brauchst. Du kannst jetzt noch nicht wissen, bei welchem Level du in 2 Jahren sein willst oder was du dann überhaupt erreichen möchtest. In Assassin's Creed musst du auch erst in einem bestimmten Teil der Map gewesen sein, um überhaupt zu wissen, was dort ist. Das Leben ist ein Videospiel. Du suchst deinen Charakter aus und levelst ihn hoch. Um neue Level zu schaffen, musst du dir neue Skills aneignen. Das sind deine Ziele. Du spielst Solo oder Multiplayer, es gibt Main Character und NPCs. Hör nicht auf zu spielen, wechsel zu bedeutenden Spielen. Hör auf es zu überdenken, du musst ein Ziel anfangen, um zu merken, ob es wirklich ein Ziel ist, was du haben möchtest oder nur ein Ziel, von dem du denkst, dass du es willst. Viele Menschen wollen reich werden und bestimmt einige davon werden auch reich. Aber viele Menschen merken dann auch, dass sie eigentlich nie reich werden wollten, sondern sich nur so fühlen wollten, als wären sie genug. Es ist ganz normal, dass sich deine Ziele ändern, wenn du neue Skills lernst und du neue Level erreichst. Du kannst deine perfekte Endvision noch gar nicht kennen. Am Anfang war es mein größter Traum, überhaupt 10.000 Abonnenten auf YouTube zu haben. Jetzt habe ich über die Plattform verteilt über 250.000.
Millionen. Alles verändert sich, nichts ist statisch. Aber, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Sinn von Schritt 1, du kannst immer überlegen, wo du auf gar keinen Fall hin willst. Jordan Peterson erzählt in einem Interview von einer Studie, bei der man Ratten eine Feder an den Schwanz gebunden hat, um zu gucken, wie stark sie von etwas weg wollen, wie stark sie daran ziehen. Beim ersten Versuch hat man den Geruch von Käse vor der Ratte freigesetzt und im zweiten Versuch hat man den Geruch von einer Katze hinter der Ratte freigesetzt. Das Ergebnis davon ist, dass die Ratte viel stärker gezogen hat, wenn sie von etwas weg möchte. Jetzt musst du das erste Mal im Video ein Blatt rausnehmen und dich wirklich fragen, was ist deine Katze? Was ist deine Antivision? Es gibt immer Situationen, in denen du dich komplett im Flow fühlst, wo du dich wohlfühlst, wo du nicht mal auf die Uhr guckst und die Zeit vergeht einfach. Aber es gibt auch Situationen, in denen du dich komplett fehl am Platz fühlst. Natürlich ist es hier wichtig, dass du das Verlassen deiner Komfortzone nicht als Verlassen des Flows abstempelst. Es ist für unser Wachstum unfassbar wichtig, dass wir uns Situationen aussetzen, die uns aus unserer Komfortzone rausbringen. Nimm dir jetzt einen Stift und Papier und schreib deine Antivision auf. Mach dir keinen Druck, dass diese Antivision in irgendeinem Fall perfekt sein muss. Aber starte, fang an, lass es nicht eins der Videos sein, die du einfach nur guckst und nichts umsetzt. Frag dich ernsthaft, was macht mir Angst im Leben? Wie will ich auf gar keinen Fall enden? Wie sieht mein Leben in 5 Jahren aus, wenn ich so weitermache? Wie sehe ich in 5 Jahren aus, wenn ich so weitermache? Wie sieht die schlimmste Vorstellung meines Liebeslebens aus? Wie sieht mein Anti-Konto aus? Wie sieht mein Anti-Alltag aus? Wie sieht mein Anti-Urlaub aus? Was passiert, wenn du nicht in die Umsetzung kommst? Stell es dir genau vor und es sollte dir Angst machen. Und das ist die letzte Aufforderung, aber nimm dir jetzt ein Blatt und schreib es auf. Pausier das Video und mach danach weiter. Stillstand ist Rückschritt. Dinge, die wir nicht pflegen, zerfallen. Eine Blume, die du nicht gießt, geht ein. Und ein Leben, in dem man keine Ordnung und Lenkung kreiert, geht automatisch ins Chaos. Und das bringt uns zu Schritt 2 und das ist finde Lenkung. Wenn du Notion benutzt, dann möchte ich dir jetzt etwas schenken. Und es ist nicht irgendwas, sondern es ist das, was bei mir damals den Stein so richtig ins Rollen gebracht hat. Ich würde sagen, das ist der größte Grund dafür, dass ich in meinem Leben jeden Tag weiß, wo ich hin möchte. Oder zumindest glaube ich es zu wissen. Unten in der Beschreibung findest du einen Link zu meinem 12-Wochen-Planer. Wenn du den öffnest, findest du oben rechts duplizieren. Da drückst du einfach drauf und es dupliziert sich automatisch in dein Notion. Wenn du diesen Planer korrekt anwendest, ist er unfassbar viel wert. Falls du keinen Notion nutzen möchtest, kannst du die Seite trotzdem einfach mal im Browser öffnen und gucken, was da drauf steht und dann die Sachen einfach auf ein Blatt Papier oder in irgendeiner Notizen-App machen. Zuerst musst du deine wirklichen Ziele in den Bereichen deines Lebens rausfinden. Und die wichtigen Bereiche in deinem Leben sind dein Kopf, dein Körper, deine Beziehungen und deine Finanzen. Mind, Body, Spirit, Business. Häufig hört man viele Influencer und Gurus sagen, fokussiere dich auf ein Ziel. Aber das ist Bullshit. Wir brauchen eine holistische, umfassende Sicht aufs Leben. Es ist ja super schön, wenn deine Finanzen top laufen. Aber wenn du dafür seit 5 Jahren kein Gym mehr von innen gesehen hast und du jeden Abend deine Netflix-Serie alleine im Bett guckst, dann ist es absolut gar nichts wert. Ein fitter Körper, ein ruhiger Geist und ein Haus voller Liebe. Das sind Dinge, die nicht gekauft werden können, die muss man sich verdienen. Dein körperlicher Ausgleich muss nicht Disco-Pumpen sein. Ein Kumpel von mir macht jetzt für 100 Tage jeden Tag 20 Minuten Seilspringen am Tag. Such dir etwas, was dir Spaß macht und was du durchziehen kannst. Und wenn es 2 Stunden am Tag spazieren ist. Notion ist komplett kostenlos und der Planer auch. Du hast wirklich keine Ausrede. Geh jetzt auf den Planer oder öffne ihn einfach im Browser. Geh nach ganz unten und dort findest du ein Check-up und fang an, das auszufüllen. Wenn du gerade keine Zeit hast, dann erledige, was du zu tun hast, mach dir eine Erinnerung und fülle es danach oder morgen aus. Und damit kommen wir zu Schritt 3 und das sind die nächsten 12 Wochen. Du hast durch das Check-up jetzt festgestellt, wie gut welcher Bereich in deinem Leben läuft und wie wichtig dir welcher Bereich ist und vielleicht auch schon, wo du in einem Jahr sein möchtest. Trag dir also ganz oben von dem 12-Wochen-Planer entweder deine Antivision ein oder deine Vision für dein Leben in einem Jahr. Trag mit diesem Wissen im Hinterkopf deine 3 Prioritäten ein. Das sind deine 3 wichtigsten Ziele für die nächsten 12 Wochen. Und ich weiß, du hast wahrscheinlich 10 verschiedene Ziele im Kopf, aber du brauchst Fokus. Denn genau das ist dein Problem. Du musst aufhören, von Ziel zu Ziel zu wechseln, wenn die Motivation schwindet oder wenn es gerade mal hart wird. 3 Prioritäten für 12 Wochen. Fertig. Jetzt trägst du deine Strategien alle möglichen Arten und Weisen ein, wie du diesen Zielen näher kommen kannst. Lass dabei deinen Ideen komplett freien Lauf. Deine Priorität ist es, 1.000 Euro im Monat zu verdienen. Deine Strategien könnten sein, Copywriting lernen, umsonst anbieten und Testimonials reinholen, DaVinci Resolve runterladen und Video-Editing lernen, Grafikdesign lernen und anbieten, Twitter-Threads für YouTuber schreiben, Websites für Unternehmen erstellen, Trainingspläne für Anfänger schreiben, YouTube-Kanal starten. Deine 2. Priorität ist es, 5 Kilogramm Muskelmasse aufzubauen. Deine Strategien könnten sein, mit Diäten auseinandersetzen, Trainingspläne schreiben, Calisthenics anfangen, 3-mal die Woche trainieren gehen, über Proteinshakes informieren und kaufen, jemanden anschreiben, der schon länger ins Gym geht. Ich denke, das Prinzip dahinter ist klar. Und ich denke, auch diese Grafik wird jetzt immer klarer. Du hast deine Vision, du hast deine Antivision, du hast Ziele. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, denn wir brechen diese Ziele runter in Projekte. Von diesen Strategien, die du eben aufgeschrieben hast, nimmst du die besten Ideen und wandelst sie in Projekte um. Alle Menschen, die mein großes Notion-Template haben, gehen jetzt einmal in den Bereich Ziele. Falls du gerade keine Ahnung hast, wovon ich rede, kannst du hier oben irgendwo ein Video dazu anschauen. Und wenn du das Notion-Template nicht hast, kannst du das Ganze natürlich auch irgendwo anders aufschreiben oder dir einfach selber so ein Notion-Template bauen. Was du jetzt machst, ist, dass du deine 3 Prioritäten als Ziele in den Ziele-Bereich schreibst. Hier kannst du jetzt deine Projekte direkt mit den Areas, also den großen Bereichen in deinem Leben
und mit deinen Zielen verbinden. Dadurch weißt du ganz genau, welcher Task von welchem Projekt an welchem Tag dich näher zu welchem Ziel in welchem Bereich in deinem Leben bringt. Du weißt nicht nur jeden Tag, was du machst, sondern du weißt auch ganz genau, warum du was machst. Falls du mein Notion-Tablet nicht hast, gibt es von Notion auch einen vorgefertigten Task- und Project-Manager. Oder du nimmst irgendeine To-Do-App. Lass dich davon nicht abhalten, in die Umsetzung zu kommen. Und sonst habe ich unten in der Beschreibung auch einen Link zu meinem Notion-Tablet, kannst du einmal angucken, ob du es cool findest. Wenn du also deine Ziele in den Zielebereich eingetragen hast, trägst du jetzt unter jedes Ziel deine Projekte ein. Und damit kommen wir jetzt zum letzten Schritt und das sind Aufgaben, Gewohnheiten und Wissen. Denn du musst verstehen, dass, wie man auch in der Grafik sieht, jedes Projekt drei Arten von Aufgaben hat. Die erste Art von Aufgaben sind die, die du einmal machst und die dann fertig sind. Das ist sowas wie eine Website erstellen, einen Trainingsplan machen. Die zweite Art der Aufgaben sind die, die du wiederholt machst. Zum Beispiel habe ich für ein Jahr jeden Tag einen TikTok gemacht oder ich war 3 bis 4 Mal die Woche trainieren. Und die dritte Art der Aufgaben ist Self-Education. Die erste Art der Aufgaben trägst du ganz normal in das Notion-Template, in den To-Do-Manager, als eine ganz normale Aufgabe mit Deadline in das Projekt ein. Die zweite Art der Aufgaben trägst du dir als ein sich wiederholendes Event in deinen Google-Kalender oder welchen Kalender du auch immer benutzt ein. Das ist die Art von Aufgaben, die du dir als Gewohnheit aufbauen möchtest. Und die dritte Aufgabe kommt dann ins Spiel, wenn dir ein Projekt Angst macht, wenn du nicht weiterkommst, wenn du nicht starten möchtest, weil es sich noch zu unsicher anfühlt. Dan Coe sagt auch, if you're lost, the answer is education. If you're educated, the answer is action. If you're acting, the answer is consistency. Also wenn du unsicher bist, wenn du verloren bist, eigne dir mehr Wissen an, damit du einen groben Plan davon hast, wo du hin musst. Beispielsweise schaust du dir ein Video darüber an, wie man sich eine Website baut. Oder du kaufst dir personalisierte Trainingspläne von deinem Lieblingsinfluencer. Aber pass dabei auf, dass du nicht wieder in die Gewohnheit der mentalen Masturbation kommst. Wenn du dir etwas über ein Thema beibringst, dann denkt dein Gehirn, dass du es auch machst und schüttet die gleichen Hormone, die gleichen Stoffe aus, wie wenn du es wirklich erreichen würdest. Das fühlt sich zwar super gut an, aber es bringt dich null weiter. Und das ist genau der Punkt, an dem das Para-System aus meinem Notion-Template ins Spiel kommt. Para ist ein System, was für Projects, Areas, Resources und Archive steht. Projects haben wir gerade besprochen. Areas sind einfach nur die großen Bereiche in deinem Leben. In meinem Leben sind es zum Beispiel Medizin, Business, Gesundheit und persönliche Weiterbildung. Jeder dieser großen Bereiche, dieser Areas, hat nochmal Resources, also Unterkategorien. Aber es gibt auch Resources, die zu keiner Area passen. Zum Beispiel ist eine Resource bei mir in Gesundheit Hockey oder Fitness oder Calisthenics. Eine Resource in Business ist bei mir TikTok, YouTube, Newsletter. Und aus diesem System habe ich einen ganzen Notizenmanager gebaut und ich habe das Ganze miteinander verbunden. Das heißt, du hast die Notizen verbunden mit deinen Zielen, mit deinen Projekten, mit deinen Areas und Resources. Und ich glaube, du siehst so ein bisschen, warum ich so überzeugt davon bin. Nicht nur, weil es mir einfach sehr, sehr stark geholfen hat, sondern weil es einem so eine Klarheit gibt, weil man genau weiß, warum man was macht. Man hat nicht alles verteilt auf 10 verschiedene Apps an 10 verschiedenen Stellen und verliert sich im Detail. Und ich habe schon sehr viele Nachrichten bekommen, dass es auch anderen Menschen stark den Alltag vereinfacht hat. Du wirst gezwungen, an deinen Projekten dran zu bleiben und du weißt genau, wofür du was machst. Aber wieder der Punkt, du brauchst es nicht, um zu starten. Mach deine Notizen in Notion oder in Apple Notes, benutz irgendeine To-Do-App, benutz deine Erinnerungs-App, es ist total egal. Das Wichtigste ist jetzt, mach den ersten Schritt. Der Anfang ist die Hälfte vom Ganzen, das ist ein Zitat von Aristoteles. Jetzt weißt du ganz genau, was deine Ziele für die nächsten 12 Wochen sind und du weißt, wie du dorthin kommen willst. Du hast Projekte mit Aufgaben, die du jeden Tag abarbeiten kannst, die dich automatisch zu deinen Zielen bringen. Setz dich jeden Sonntag einmal hin und plan deine Woche durch. Trag die wichtigsten Termine der Woche in deinen Kalender ein und schieb die Gewohnheiten so rum, dass du sie immer noch machst. Das sind die Fragen, die ich mir jeden Sonntag als Teil von meinem Weekly Journal stelle. Was lief gut die Woche? Belaste mich etwas? Wie läuft es bei meinen Zielen? Wie laufen die Projekte, die mich zu meinen Zielen führen? Und sind alle Tasks der Woche weg? Und ganz unten haben wir noch eine Checkbox, ob ich meine Woche im Kalender geplant habe. Und das Daily und Weekly Journal sind natürlich auch im Template drin. Aber du hast ja mein Weekly Journal gerade gesehen, also du kannst den natürlich auch einfach kopieren. Indem du jeden Tag die Aufgaben priorisierst, die den größten Hebeleffekt haben, die die größte Auswirkung haben, machst du die größtmöglichen Schritte auf deine Vision von deinem Leben in einem Jahr zu. Und ich verspreche dir, du stehst jetzt gerade am Anfang von einem richtig, richtig geilen Weg. Und jetzt kann nur noch eins in die Quere kommen und das ist Ablenkung. Dein Business verbessert sich, wenn du unnötige Aufgaben eliminierst. Deine Gesundheit verbessert sich, wenn du Fastfood eliminierst. Dein Fokus verbessert sich, wenn du alle Ablenkung eliminierst. Der Erfolg kommt unausweichlich, wenn du eliminierst, was dich auffällt. Bei mir war es so, dass ich lange Zeit eine Bildschirmzeit für Social Media eingerichtet habe, aber ich habe sie jedes Mal weggedrückt. Deswegen habe ich irgendwann meinem Bruder mein Handy gegeben und er hat einen Code dafür eingerichtet, den man eingeben muss, wenn man mehr Bildschirmzeit haben möchte. Also es kann ziemlich einfach sein. Eliminiere Ablenkung im Makro und im Mikro. Ablenkung im Mikro heißt, dass du, während du produktiv sein möchtest, während du im Fokusmodus drin sein möchtest, dich nicht ablenken lässt. Wenn du lernen möchtest, wie ich bestmöglich in meinen Fokus reinkomme, habe ich dazu einen ganzen Blogpost geschrieben. Der Link ist unten in der Beschreibung. Und Makro heißt, dass es Events, Menschen und Ablenkungen gibt, die wirklich nichts anderes machen, als dich abzulenken. Ganz häufig gibt es auch Menschen, die dich zurückziehen wollen in das Leben, was du vorher hattest, wenn sie merken, dass du Fortschritt machst. Ich selber gehe auch auf Partys und habe viel Spaß im Leben, aber ich mache es bewusst. Wenn ich auf eine Party gehen möchte, dann weil es das ist, was ich möchte.
Nicht, weil es das ist, was ich jeden Freitagabend mache oder weil es das ist, was ich die letzten 4 Jahre lang gemacht habe. Ich weiß, ich zitiere Dan Coe heute häufig, aber er ist einfach ein sehr guter Mann. Und zu dem Thema sagt er, Success is about letting go. Let go of the excessive partying, cheap entertainment, mindless distractions and everything else that feels good for about an hour, but bad for a week. Letting go schließt übrigens auch negative Gedanken und Glaubenssätze ein. Ich bin sehr, sehr stark davon überzeugt, dass die Art und Weise, wie wir mit uns selber reden, eine riesen Auswirkung darauf hat, wie unser Leben aussieht. Beobachte mal, was du dir selber sagst. Stehst du jeden Morgen auf und sagst dir, boah, heute wird ein geiler Tag? Oder stehst du eher morgens auf und denkst dir so, boah, schon wieder gar keinen Bock. Ich mach's noch nicht, aber viele erfolgreiche Menschen stehen morgens auf, stellen sich vorm Spiegel und geben sich erstmal ein High Five. Und dabei ist ganz wichtig, hör nicht auf, Spaß im Leben zu haben. Das ist absoluter Quatsch. Aber leg die sinnlosen Ablenkungen ab, durch die du dich danach nur noch schlechter fühlst. Überlegen, ob du dich nach 2 Stunden TikTok wirklich besser fühlst oder ob du dich nur ablenken wolltest. Wenn du gerade mal Bock hast, für eine halbe Stunde TikTok zu gucken, mach das. Ich bin der Letzte, der sagt, mach das nicht. Aber Ablenkungen, die keinen tieferen Sinn haben, die dich nicht besser fühlen lassen, auf die du eigentlich gar keine Lust hast, lass die weg. Vor allem die Ablenkungen, von denen du weißt, dass du sie nur machst, weil sie jeder um dich herum macht. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage des Videos. Was kommt jetzt? Erstmal, wenn du bis hierhin geguckt hast, Respekt. Die zweite Hälfte von 2023 kann unfassbar geil für dich laufen. Und ich weiß, das war sehr, sehr viel Input. Und das ist auch kein Video, was besonders viral gehen soll oder sonst irgendwas. Aber ich hoffe, dass du jetzt erstmal einen Schritt-für-Schritt-Plan hast und du weißt, was du als nächstes machen solltest. Falls du dir das System holen möchtest, mit dem ich jeden Tag mein Leben organisiere und sicherstelle, dass ich meine wichtigsten Ziele erreiche, dann schau dir einmal das Video, wie gesagt, an. Und sonst kannst du auch unten in der Beschreibung einmal auf die Website gucken. Und mit dem Code DEINNOTION25 bekommst du nochmal 25% Rabatt. Ich würde mich wirklich riesig, riesig freuen, wenn du dem Video ein Like geben könntest. Und sonst wünsche ich dir alles Gute und einen schönen Tag. Ciao, ciao.